Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Simmerports. So, wir machen jetzt die Seite des Flughafens fertig. Wie wir sehen, ist die Runway jetzt fertig gebaut. Die haben wir letztes Mal noch platziert und angefangen zu bauen. Hier bauen sie jetzt gerade noch die Spritleitung an dieses Gate. Das ist jetzt wieder versorgt. Allerdings haben wir jetzt gerade keinen Sprit, weil wir das ganze Geld gespart haben, um eben diese Runways zu platzieren oder diese eine Runway. So, dann machen wir hier eine Beleuchtung. So, das setzen wir hier drauf. Dann haben wir hier noch das ILS-System für unseren für unsere Landebahn. Und wir haben noch die Puppies. Zweimal. Nochmal hier hin. Und Upgrade Puppy. Ja. So. Gut. Dann haben wir nämlich eine vollwertige Runway, die jetzt einsatzbereit ist, würde ich sagen. Und wir haben gerade den Tag verpasst. Das heißt, wir haben jede Menge Zeit, einen Flugplan zu erstellen. Und was ich jetzt, glaube ich, mache, ist, wie ich verlege alles erstmal darüber. So. Um das hier ein bisschen sauber anzuordnen. Wir machen das hier mit einem gewissen Versatz immer, damit Landebahnen, also genügend Landebahnen zur Verfügung stehen. Wir können jetzt im Prinzip das so gleich legen, weil wir ja zwei Landebahnen haben. Dann können zwei Flieger gleichzeitig landen. Das ist jetzt im Prinzip das Gute. Allerdings kommen jetzt natürlich noch ein paar mehr Flieger dazu. Halt, das muss hier hin. Dann gehen wir hier hin, glaube ich. Wir können jetzt hier das auch noch ein bisschen genauer platzieren. Sprich, ja, sogar frei. Wenn wir das so wollen. Aber ich glaube, das ist genau genug mit den 10 Minuten. So, und dann den letzten machen wir hier hin. Okay, hier ist eine sehr lange Lücke. Da werden wir jetzt wahrscheinlich noch einen frühen Flug hernehmen. Haben wir hier was Großes? Eine 767 hätten wir. Jetzt ziehen wir das mal so ein bisschen runter, dass wir mehr sehen können. Eine 747 nehmen wir erstmal an. Die bietet Platz für 525 Passagiere. Genauso wie das hier. Platziere das jetzt mal hier schnell nebenan, um die Länge dieser Bodenzeit zu bestimmen. Dann so und das hier so. Den bringen wir dann hier oben noch unter. Und hier hinten haben wir sogar noch Platz für einen Spätabgang. Aber jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Und fangen jetzt dann hier oben an mit den morgendlichen Ankünften. So, das sind alles viel zu kleine Flugzeuge. 767, ja, könnte man notfalls noch nehmen. Wir haben eine 777. Das ist das erste, was wir hier aussuchen. Und ich lege das jetzt hier bündig aufeinander drauf. In dem Wissen, dass ich hier eine zweite Landebahn habe. Und jetzt müssen wir bloß gucken, dass die Plugs. Also ich mache die halt gerne dann gleich lang. Ich habe ja hier im Prinzip schon ausprobiert, wie lang dieser Plug sein muss, damit
die noch genügend Zeit haben einzusteigen und so weiter. Das ist die 6-7. Benutze ich sozusagen die Erfahrungswerte. So, die haben gleich 2 747. Wieso ist jetzt meine Maus hier immer nebenan? So muss es sein. Ist nämlich genau gleich wieder unten. Ist echt blöd, da damit zu arbeiten, wenn die Maus so verspringt. Ich schließe das mal schnell. Und dann versuchen wir es auf ein neues. So, jetzt ist natürlich hier, können 2 Flieger gehen. Ja, hier haben wir dann noch Platz und hier sind schon 2 drauf. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen gucken, aber ich denke, das kriegen wir dann schon hin. Ja. So, dann. Hier haben wir einen Haufen 767. Aber wir wollen natürlich erst diese großen Geräte. Denn die bringen viel mehr Geld. Und wenn wir uns dann schon die Arbeit machen, dann wollen wir auch dafür entlohnt werden ordentlich. So, dann können wir hier nochmal einen 380 annehmen. Der passt nämlich hier noch gut rein. Machen wir es mal so hin. Wie lang ist das? Das passt alles so. Dann haben wir hier nochmal Platz. Dann haben wir hier noch eine 787, eine 777. Eine 777 sozusagen. Wird umgangssprachlich auch so genannt. 777. So, jetzt müssen wir bloß gucken, wo hatten wir denn schon mal eine 777? Das war auch eine, gell? Dann gehen wir hin. Machen den Block, dass die gleichzeitig gehen. Und dann gehen die ja auch fast gleichzeitig. Okay. Ist das jetzt zu kurz? Ne, das passt. So, hier kriegen wir nochmal was hin. Dann nehmen wir die 8-7. Invalid. So. Und hier kommt nochmal so eine 787. Und jetzt machen wir Pause, weil jetzt sind wir schon fast am nächsten Tag. Und wir wollen ja, dass am nächsten Tag die Flieger schon kommen und gehen, so wie wir das hier planen. Es ist gut, dass ich das gerade noch gesehen habe. Dann haben wir den jetzt noch platziert. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben eine 8-7, 350. Was sagt er, hat er für eine Kapazität? 360. Wir wollen aber natürlich so viel wie möglich. Hier haben wir nämlich einen 380 und der hat nämlich 500 irgendwas an Kapazität. So, lassen wir die gleichzeitig kommen. Aber der geht ein bisschen später. Was ist das? Eine 47, okay. Dann haben wir hier nochmal einen 380. Dann machen wir das so. Und der geht dann hier raus. 707, 767, eine Embraer 195, das ist zu klein. 320 ist zu klein. Das ist alles viel zu klein. Okay, hier unten hatten wir ja jetzt noch sowas wie eine 787. Das ist schon eher etwas, was wir uns vorstellen. Was war das? Wo haben wir sonst noch eine 787? Das hier ist noch eine. Ich schaue nur immer, ob diese Plugs immer gleich lang sind.
Denn wir haben es ja schon ausprobiert. Jetzt muss ich das ein bisschen verlängern, weil wir hier sonst die Landebahn zu oft belegen. Wir müssen da alles in allem schon schauen, dass wir hier ungefähr auf maximal zwei Starts und Landungen kommen. Dass wir mit den Landebahnen eben nicht in Schwierigkeiten geraten. Was sagt er denn? Hat die 777 Accept All. Dann platzieren wir das hier. So. Wo haben wir denn eine 777? Hier haben wir noch eine 777. Aber was ist das oder das? Das oder das oder das? Was war das da unten? Das heißt, wir müssen noch eine Kachel länger werden, so. Und dann haben wir hier schon wieder zwei. Ja, und das passt ja eh halt. Bevor wir weitere Flüge annehmen, nehmen wir erstmal die hier, die wir schon haben. So. Die 47 mit einer Kapazität von anscheinend 525. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber ist ja egal. 350, 767, A350, 767, 767, 777. Die 777 hat eine höhere Kapazität, wieder 350, korrekt. Dann haben wir hier 777. Das hier war auch eine 777. Wir können das noch eins kürzer machen. Wir haben hier sonst auch nur die zwei Abgänge. Und was haben wir hier oben noch? 320, hier wird es wieder kleiner. Ja, diese kleinen Flugzeuge. Also, man muss natürlich auch sehen, mit den kleinen Flugzeugen, wir könnten eigentlich auch dann später ein Terminal machen, wo wir nur kleinen Flugzeuge annehmen. Dadurch haben wir können wir natürlich viel mehr Flieger durchschaufeln. Aber ich glaube, lohnt tut sich das mit den großen doch eher, auch wenn die länger stehen und dadurch halt weniger fliegt, aber die Leute sind auch länger in den Gates, also von dem her. So, jetzt haben wir unseren Flugplan erstellt. Ich gucke noch mal schnell ein bisschen drüber, dass wir jetzt nicht irgendwo Überschneidung haben, dass drei Flieger gleichzeitig landen oder starten wollen. Das wäre nicht so gut, weil wir nur zwei Landebahnen haben. Nur ist natürlich auch so dahingesagt, ist es schon ganz gut. Hier könnte man eventuell auch noch was reindrücken. Denke ich mir. Oder wir lassen es erstmal so. Gut. Dann machen wir weiter. Oh, halt, halt. Einfach, das ist okay. Ne, wir machen das einfach mal so. Und zwar müssen wir hier den Bereich als Ticketing deklarieren. Ticketing hier. So. Ja, das reicht eigentlich auch so. Hier könnten wir eigentlich auch das hier wegmachen. Dann hier oben Security-Bereich, den erweitern wir von hier bis hier. Und jetzt brauchen wir Personal. Wir brauchen hier viel mehr Personal. Okay. Okay.
Dann haben wir hier, müssen wir aufstocken auf 86. Ah, kriegt man faulen Finger hier. Okay, das andere, das passt alles. Chef und das hier. Gut, dann Action. Jetzt sehen wir gleich, hier kommt auch gleich jede Menge Personal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Oh nein. Wieso fahren die nicht dran vorbei einfach? Ich habe doch extra zwei Lanes. Gut, hier sind jetzt ein Haufen Sicherheitspersonal. Hier haben wir jetzt nochmal einen Haufen Check-in-Personal. Und jetzt bin ich gespannt. Wir hatten die letzten Male, ja, Perfect Ops, hier ab und zu mal eine Unterbrechung. Mit 18 Flügen. Jetzt sind wir irgendwie bei wahrscheinlich doppelt so vielen, nehme ich an. Und dann gucken wir mal, ob das Terminal dem standhält. Und auch mein Rechner. Wobei es ja nicht heißt, dass gleich alle Flieger ausgebucht sind. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt schon 1000 Leute im Terminal. Und es ist gerade mal 5:30 Uhr morgens. Oh. Oh, was mir noch einfällt hier, Operations Control, Transport and Deliveries. Und zwar gehen wir jetzt hier auf alle 15 Minuten und hier gehen wir auf alle 10 Minuten. Und das da können wir alle 12 Stunden mal machen. Retail Restock, hier momentan, also ja, jetzt haben wir natürlich auch mehr Passagiere, das heißt, es wird mehr gegessen. Gucken wir mal. Aber wir haben hier natürlich schon gewissermaßen ein Verkehrsproblem. Ich habe extra zwei Spuren gebaut, damit sowas nicht passiert. Im Prinzip wäre sowas halt auch noch ganz gut, aber wir haben hier nicht so viel Platz und das finde ich immer ein bisschen ärgerlich, weil das Default Terminal ja eben hier eben anfängt. Und am Anfang habe ich nicht so viel Geld, um das alles so zu verschieben. Ui, 8 Flugzeuge hier. Sind bei 4000 Passagieren. Ich traue mich nicht zu reden. Stürzt gleich ab. Oh mein Gott. Das Bild wird schon immer wieder schwarz. Ich kann noch erforschen ein Long LRT. Das heißt, der Light Rail Transit oder wie der heißt, wird verlängert. Hier ist ganz schön was los beim Gepäck. Aber es scheint zu funktionieren. Und es ist jetzt auch besser verteilt. Ja. Pro geht im Prinzip ein Band. Das finde ich ganz gut. Und hier oben die Sicherheitskontrolle. Wir haben das natürlich alles verdoppelt. Genauso wie wir die Gates verdoppelt haben. Deshalb darf das eigentlich auch nicht zu Engpässen kommen. Das einzige ist unser Kaffeeherz. Natürlich ist ein bisschen was los, aber ja, mei. Und ich sehe gerade, der Sprit ist gerade günstig. Wie viel Sprit können wir uns denn leisten? 800. Nee. 840.000. Dollar, das sind 730.000 Liter circa. Können wir damit auch noch ein bisschen Geld verdienen. So, hier kommt er schon. Also mein Bild flackert immer wieder schwarz. Ich weiß nicht, wie lange es der Rechner noch mitmacht.
habe auch ein paar Freunde, die das Spiel spielen. Und und die meinten schon, dass die viel, viel, viel mehr Gates haben und alles. Und die haben jetzt noch nie irgendwie gesagt, dass bei ihnen das Spiel ruckeln würde oder so. Aber ihr seht's, glaube ich, selber. Ich habe jetzt auf einfacher Geschwindigkeit. Jetzt pass auf, jetzt bauen wir hier nochmal ein paar Rolltreppen, die nach unten führen. Denn die sind maßlos überlastet hier. Aber ihr seht selber, wie viele Leute hier sind. Wir sind jetzt bei 3600 Leuten, die im Gate sind, im Terminal sind, nicht im Gate. Die abfliegen wollen oder ankommen. Also muss ich mich kurz entschuldigen, mein Telefon klingelt. Bis gleich. So, und hier bin ich wieder. Das war's auch schon. Ein kurzer Anruf. Durch die moderne Schneidetechnologie ist das auch alles kein Problem mehr. Das habt ihr, müsstet ihr jetzt nicht lang warten. Ja, hier ist ganz schön was los. Wie sieht's denn aus? Sind sie zufrieden? Ja, größtenteils schon. Natürlich wieder hier. Environment ist wieder total für ein A. Obwohl hier alles grün ist. Oh, guck mal, diese Drecksauen. Schmeißen ja einfach den Müll hier auf den Boden. Wie viele Hausmeisters haben wir denn? Stellen wir mal nochmal 5 ein. Also ich weiß nicht, hier ist der Mülleimer. Soll ich jetzt hier auch nochmal Mülleimer hinstellen oder? So, jetzt gucken wir mal. Objects, Dekor. Jetzt können wir hier noch ein bisschen Blumen setzen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, das läuft, oder? Das läuft langsam, es läuft. So, also nee, ich lass mal das noch weiterlaufen. Der Spritpreis sinkt und sinkt und sinkt. Da werden wir natürlich gleich wieder einkaufen. Gucken wir mal, wie weiter sinkt. Okay, das war's wohl. Dann pausieren wir das kurz. So, haben wir Sufficient Funds und gekauft. Eieiei, hier ist ganz schön was los. So, das Terminal läuft am Limit, glaube ich. Bin mal gespannt, wie viele Flieger pünktlich rausgehen heute und wie viele nicht. Wir können uns schon mal einen Blick wagen. Und momentan ist alles grün. Es ist alles grün. Das sind die Flieger, die noch nicht mal da sind und, oder gerade gelandet sind. Also das scheint zu funktionieren. Aber es ist schon krass, wie das hier wuselt. Ich mag das ja schon ein bisschen, aber ich habe das hätte das gerne ein bisschen effizienter, dass wir hier nicht solche Schlangen haben oder ja, sich Schlangen bilden. Wie sieht es hier unten aus? Awesome.
Ja, dieser Bereich, ich weiß auch nicht, die stellen sich dann halt aufeinander. Ich könnte den Pickup-Bereich jetzt auch ein bisschen größer machen. Delivery könnt ihr eigentlich auch hier unten hinsetzen. Das würde eigentlich auch nicht weiter stören. Machen wir gerade mal so, dass wir das jetzt einfach hier runterziehen. Dann ist das alles Delivery. Und jetzt machen wir Pickup und legen das hier einfach drüber. So, bis hier hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt leert sich das Terminal wieder. Finance Hub. Perfect Ops. Haben wir hier direkt 20.400. Aha, also ist das vielleicht auch abhängig von den Anzahlen der Flügen, die man anbietet. So, dann haben wir hier Creditworthiness. Very good. Very, very good. Hoi, der Nachbar bohrt schon wieder. So, wir haben ein Einkommen von 2,1 Millionen und Ausgaben von 2,3 Millionen. Aber wieso ist das immer noch ein Plus? Das sollte doch eigentlich ein Minus sein. Das ist natürlich auch noch, weil wir noch gebaut haben und sowas. Wenn wir jetzt mal einen Tag abwarten würden, ohne was zu bauen, dann würden wir im Prinzip genau sehen, was das alles kostet. Ich finde es auch interessant, wie die hier einfach stehen und diese Monitore angucken. Okay, es gab jetzt noch irgendwie ein LRT. Kann ich jetzt noch mehrere Plattformen hier anschließen? Ich mach mal noch eine zweite Plattform hier ran. Das heißt, hier wird gleich Material angeliefert. Ein LRT wird angeliefert. In einer Kiste, oder was? Ist ja auch geil. Okay. Ich bezahle jetzt mal noch den Kredit zurück. In 25.000er Schritten. Schade, dass man das hier nicht einstellen kann. Mit so einem Schieberegler beispielsweise. Oder dass es einfach andere Auswahlmöglichkeiten gibt. Wie 100.000er Schritte oder sowas. Aber naja. Stellen die sich da alle schon hin. Noch nicht mal fertig gebaut. Aber wieso benutzen sie das dann nicht so? Das ist jetzt übrigens der lange. Ist eigentlich auch nicht sehr safe, gell? Hier kommt der Zug an und die springen alle auf die Straße, wo gerade auch die Busse und Autos und LKWs und alles fahren. Okay, ich sehe, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Beziehungsweise finde ich auch, ist ein bisschen ein Fehler in der Konstruktion von dem, oder ja, vom Spiel, dass mich das hier direkt hat bauen lassen. Ich sollte das ein bisschen weiter oben bauen, dass der zweite Zug direkt anhalten kann, wenn er kommt, weil jetzt muss der warten. Jetzt, ja. Muss ich das, hat das einen eigenen? Ah, ich hab grad keinen gehört. Ah, hier könnte ich zum Beispiel auch festlegen, dass auf einer
Bahn nur die Arrivals und auf der anderen Bahn nur die Departures sind. Aber der muss dann halt, der wartet jetzt hier, weil er hier nicht weiterfahren kann. Und dann fährt er einen Zentimeter weiter vor und hält dann an. So, das heißt, wir setzen das jetzt hier oben hin. Dann können die beide gleichzeitig anhalten. Es hat jetzt nichts gekostet, wie ihr gesehen habt, weil das ganze Material ja nicht in Müll wandert, sondern auf Lager, und dann bauen wir das einfach aus dem Lager heraus. So, Sprit, Sprit, Sprit. Sinkt und sinkt. Ah, warte, es sinkt noch weiter. Kommen wir unter einen Dollar? Kommen wir unter einen Dollar? Come on, come on. 1,13. Wir haben noch Reserven. Das heißt, wir können auch noch ein bisschen abwarten, was passiert. Aber es scheint schon wieder zu steigen. Ich kaufe jetzt einfach. Buy Fuel. Ich will alles kaufen. Nein, kann ich natürlich nicht. Zu wenig Geld. Dann gehen wir hier auf 500.000. Ja, das ist, glaube ich, wird auch mit einbezogen in unsere Bilanz natürlich. Warum wir dann höhere Expenses haben als Ausgaben, Einnahmen. Und im Endeffekt stellt es uns dann schon besser dar, aber der Sprit ist halt teilweise noch gelagert und noch nicht verkauft. So, wir haben einen Passenger Satisfaction von ca. 75. Das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Wir werden uns da mal noch dran machen und gucken, wie weit wir hier unser Terminal verschönern können. Dass auch das hier mal ein bisschen besser wird, das Environment. Also das ist... Ich check's halt nicht, wie das hier genau ablaufen soll. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Das hauen wir gleich raus. Gleich auf den Kopf hauen. Und Sprit kaufen. Wir haben jetzt im Prinzip den durchschnittlichen Spritpreis, also Einkaufspreis von 1,15 pro Liter. Verkaufen es für 1,88. Da haben wir schon eine gute Gewinnmarge, würde ich sagen. Ja. Sehr gut. Dann passt es ja auch gerade wieder, weil wir schon wieder über den 30 Minuten sind. Und ich muss jetzt ehrlich gesagt überlegen, ob wir so weitermachen können. Wir werden mal das auf jeden Fall noch weitermachen. Wir werden dann wahrscheinlich hier drüben Land kaufen und uns nach links ausweiten. Und da dann vielleicht nochmal so einen Klotz hinstellen. Genau, bis das Spiel nicht mehr funktioniert. So lange machen wir das einfach. Das hier passt jetzt auch. Jetzt kann er anhalten. Genau, weil er fährt immer in den Bahnhof rein. Und wenn jetzt, wenn er hier warten muss, weil hier noch belegt ist, weil das hier in den anderen ragt, hält er dann schlussendlich nicht hier, sondern fährt dann weiter durch nach hier. Und die Leute bleiben hier stehen. Ist halt auch blöd für die Leute. Mir ist es egal, aber gut. Dann kaufen wir nochmal Sprit, weil wir es können. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich tschüss, bis zum nächsten Mal.